Jawohl, bitte lächeln. Bitte lächeln, du Affe. Hier, unser Hilfsarbeiter, der macht schon mal die Dinger sehr sauber. Ja, da ist eine Sauerei jetzt also das ist nur der Außenraum, ne? Also, davon mal ganz abgesehen, was ja, danach kommt. Ne? Ja, habt ihr mal so einen Überblick im Kofferraum mäßig? Ne? Also, dann zeige ich euch dann mal ja, auf den Innenraum. Hier sieht es natürlich dasselbe aus, wie hier auch. Man sieht es ja. Alles voller Schmodder. Ja. Und dann zeige ich euch mal ein bisschen den Innenraum, wie die Leute die Autos hier abgeben. Ja. Im ersten Blick sagt man, oh, wenn man hier reinschaut, sieht man auch ja, die totale Vernichtung im Auto. Also der hat echt hier, ja. Ja. Ich sag mal hier willst. Ja. Weil ich rein Kofferraum, weil hältst du ja, den kannst auf, ja. Weil der ja. Sonst wieder zugeht. Aufpassen, ne? Wir gehen sonst wieder zu. Ja, Fotos machen wir extra, weil es ganz wichtig ist für den Kunden, auch für uns, dass man sieht, was er für einen Saustein hinterlassen. Ne? Und nicht nur das, auch für den Schäden, das wäre immer ganz, ganz, ganz wichtig. Guck mal die Blechkarre an. Ne? Meine Fresse. Das ist ja nicht mehr normal. Ach, kannst du mal? Ja. Was auf den Ruf hast. So, und dann zeige ich mal den Innenraum, der Cockpit sozusagen. Er ist natürlich vom Allerfeinsten. Ne? Also, Staub in jede Ecke. Ja, also, da hat man schon erst was zu tun. Ja? Wie man schon sieht. Ja, so. Okay. So. Das Schönste ist ja noch, der Auto wird auch noch poliert. Ja, heißt. Der wird jetzt nur noch poliert, der will keinen großartigen Schnickschnack, sondern einen Viergang, sondern will einfach nur ja, glänzend haben, denke ich mal, und halt ein paar Flecken halt wieder weggehen. Ja, und das ist das Auto. Ja, und dann zeige ich euch, wie es danach aussieht, wenn man mit dem Auto halt fertig ist. Also Stück für Stück zeige ich euch da ein bisschen was. So, bis zum nächsten Mal. Ciao.